Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video zu meinem Format Schon gelesen oder subbt es noch, in denen ich mir ja meine Neuzugänge aus vor einem Jahr anschaue und ja darüber spreche, was habe ich schon gelesen, was noch nicht, warum vielleicht noch nicht, was ja erinnert mich noch an das Buch. Und ja, das habe ich jetzt schon 3 oder 4 Mal gemacht und ja, diesmal schauen wir uns die Neuzugänge aus dem August 2016 an und ich habe auch schon mal meine Statistik geguckt, es waren tatsächlich 28 Bücher im August. Ich hoffe, wir kommen hier trotzdem recht schnell durch das Video durch, denn es war eine Thalia-Aktion dabei, wo es 10 Taschenbücher für 10 Euro gab, also wo jedes Buch nur 1 Euro gekostet hat. Und da kann ich jetzt schon sagen, ja, dass ich, glaube ich, von denen gefühlt erst 1 oder 2 gelesen habe. Dementsprechend wird der Schnitt wahrscheinlich nicht ganz so gut wie in den letzten Monaten, aber ich denke, wir gucken einfach mal gemeinsam rein. Ich blende euch das Video wieder ein und wünsche euch jetzt ja, viel Spaß bei der Steffi von heute und von vor einem Jahr. Ja, mal wieder das Intro. Ja, die Farben wunderbar quietschig. Ja, ach ja, da gab es schon meinen schönen Mandala-Teppich, den ich ja kurzerhand an die Wand ins Schlafzimmer gehängt habe. Ja, ich bin braunhaarig. Es zieht mich dieses Jahr tatsächlich im Sommer nicht zu den Braunhaaren. Aber das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon mal gesagt, weil ich sonst ja immer im Sommer braun werde und haarig. Und dieses Jahr noch blond bin. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, war in den letzten Jahren tatsächlich anders. Aber es soll hier ja nicht groß um die Frisur gehen, sondern natürlich um die Bücher. Aber der Teppich sieht schon cool aus. Also das ist ja so ein ganz dünner Teppich, ja. Ja, das erste Buch war ein Hörbuch, 24 Stunden von Guillaume Musso, das ich ja gehört habe, auch sehr angetan war von der Geschichte, die ja da auch so ein bisschen um Zeitreise geht, was ich sehr cool fand und ich ja so ein bisschen zu Musso gefunden habe und seitdem ja noch 3, 4, 5 andere Bücher von ihm gelesen habe und auch noch manches auf dem Sub und auch das Neueste ist noch auf dem Sub. Ja, und das lese ich aber jetzt dann im August. Freue ich mich aufs gemeinsame Lesen und ja, mich hat dieses Buch zu diesem Autor gebracht. Das sind ja immer sehr kitschige Cover. Die Stories sind aber irgendwie so Krimi, Thriller mit irgendwie einem Hauch Liebesgeschichte und immer irgendetwas ja, Außergewöhnlichen. Also eine sehr interessante Mischung und ja, das Buch habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen. Dann das neue Buch von Adriana Popescu, was letztes Jahr herauskam, Paris, du und ich. Auch das hatte ich schon gelesen. War eine wunderbare ja, Jugend-Liebesgeschichte, die eben in Paris spielte. Und wir hatten hier eben ein Mädchen, das eigentlich ihren Freund, den sie beim Schüleraustausch kennengelernt hat, in Paris besuchen möchte in den Ferien, dann herausgefunden hat, oh, der hat eine andere und es waren so schöne Irrungen und Wirrungen und wirklich ja, ein ganz, ganz toller Popescu. Dann war ich auf dem historischen Trip und habe mir die Lilie von Versailles gekauft. Habe ich leider noch nicht gelesen, also das erste Buch, was ich nicht gelesen habe. Hier geht es um Marie Antoinette und ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich überlegt habe. Man könnte jetzt mal wieder was in der französischen historischen Genre-Richtung lesen. Aber jetzt, wo ich es sehe, bekomme ich direkt Lust drauf, weil ich mag sowohl das englische Königshaus als auch alles so um den Sonnenkönig Ludwig den 14. Hier sind wir ja bei Ludwig den 16. Ja, wir wissen alle, wie das von Marie Antoinette geendet hat und ich habe das, glaube ich, relativ günstig irgendwo ergattert. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht Rebuy war, wobei dann wäre es nur ein Buch gewesen. Ja, es könnte auch ein Mängelexemplarbuch irgendwo gewesen sein. Da bin ich ja letztes Jahr wieder so ein bisschen neugieriger drauf geworden, weil Phil da immer so geschwärmt hat, was er da alles so findet. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich es in diesem Zusammenhang irgendwo entdeckt habe. Ja, ich bin sehr gespannt und freue mich nach wie vor auf die Story. Ich denke, das könnte tatsächlich dieses Jahr ein Sommerurlaubsbuch werden. Ja, dann ein Buch, was ich ja definitiv bei einem Mängelexemplar-Kistchen gefunden habe. Zeit der wilden Orchideen. Auch hier war ich im historischen Fieber sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Geschichte spielt. Wilden Orchideen, ich weiß es gerade nicht mehr. Es war auf jeden Fall auch etwas Historisches mit einer Frau. Mir hat das Cover gut gefallen. Und ich war tatsächlich so im Gedanken, oh, jetzt liest du endlich mal wieder ganz viel Historisches. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Also das zweite Buch, was ich nicht gelesen habe. Ich habe es, glaube ich, für 2,99 bei
Thomas Phillips entdeckt. Und dann müsste theoretisch dann danach auch noch ein zweites Buch kommen, weil ich die miteinander gekauft habe. Ja, genau. Sehnsucht nach Sansibar. Auch das habe ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, noch nicht gelesen. Jetzt, wo ich die aber so sehe, denke ich, Mensch, vielleicht sind die was tatsächlich jetzt für meinen Sommerurlaub. Oder dann eben ja, für den Fernreiseurlaub im Oktober, wo es ja nach Ägypten geht. Wobei Zanzibar, Ägypten, das ist nicht ganz dasselbe. Ja, es waren auf jeden Fall historische Geschichten, daran kann ich mich erinnern. Sie stehen auch noch im Regal. Und ja, es ist sozusagen das dritte Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Aber sie sehen auf jeden Fall schön aus, oder? Dann durfte ich das neue Buch von Michelle Schrenk im letzten Jahr lesen, Der Weg zwischen den Sternen. Eine wunderschöne Liebesgeschichte, die sehr emotional war und die mir unglaublich gut gefallen hat. Und ich bin einfach ein Fan vom Schreibstil von Michelle Schrenk und ich finde, sie macht das ganz wunderbar mit den Emotionen, mit den Gefühlen und sie hat so wunderbar natürliche Charaktere. Und auch hier die Geschichte war einfach wunderbar, denn ja, der Weg liegt eben zwischen den Sternen und manchmal kommt man von diesem Weg ab und merkt aber, ha, eigentlich, ja, eine wunderschöne Geschichte, auch wieder ein wunderschönes Cover, wie ich finde, ich liebe die Cover von Michelle Schrenk, ich finde, die sind immer mit so viel Liebe gemacht und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein Buch, das mir gar nicht gefallen hat, war dann Alles in Butter. Ich hatte hier ein bisschen sowas wie Eat, Pray, Love erwartet, eine Frau, die irgendwie ganz viel Kummer hatte und dann irgendwohin ja, reist und da eben so ein bisschen Meditation sucht und sich selbst und irgendwie war das Buch schlecht. Ich kann gar nicht mehr so richtig sagen, warum, aber es war definitiv nicht gut, daran kann ich mich erinnern. Ich fand auch, dass das gar nichts wirklich mit Buddha, Meditation, Yoga irgendwas zu tun hatte, auch nicht mal die Begrifflichkeit, was das mit einem tun kann und selbst wenn man vielleicht nur 4 Wochen sich damit beschäftigt, ich fand es ganz schlimm. Also ich habe es nicht in positiver Erinnerung, ich weiß auch gar nicht, ob ich es abgebrochen habe, kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern und ja, aber es hat mich einfach damals angesprochen, ja, einfach zu dieser Thematik und aber gut, es kann einem ja tatsächlich nicht alles gefallen. Und dann war ich, glaube ich, in Regensburg und habe da einen Mousseau entdeckt. Ja, wie man sieht, ging dann meine Liebe los. Wirst du da sein? Ich glaube, den Mousseau habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, dass ich den noch nicht gelesen habe. Ich habe jetzt schon so ein paar gelesen. Ich glaube, Wirst du da sein, habe ich noch nicht gelesen. Ja, er war von Mousseau und war, glaube ich, mängelexemplarisch reduziert und durfte so bei meiner Regensburg-Reise einfach mit ja, nach Hause. Und ja, liegt auf jeden Fall, denke ich, noch auf dem Sub. Aber es war halt ein Mousseau und er war günstig und er wird auf jeden Fall noch gelesen. Dann ist auch das nächste Buch aus Regensburg noch nicht gelesen worden. Department 19, die Mission von Will Hill. Hier geht es ja, glaube ich, so um Vampire, um eine sehr dunkle Zeit und es war sehr, sehr düster. Es hat mich total angesprochen und ich kann tatsächlich nicht erklären, warum ich es noch nicht gelesen habe. Ich glaube einfach, weil es wieder so eine relativ lange Reihe ist, 4 Teile, wenn ich mich nicht irre. Ich müsste mal nachgucken. Ich weiß noch, dass wir da geguckt hatten, ob es der Auftakt ist der Reihe. Weil ich glaube, der zweite lag schon daneben und ich kann tatsächlich nicht verstehen, dass ich ihn noch nicht gelesen habe, weil er unglaublich spannend klingt. Auch nach wie vor und jetzt, wo ich so sehe, denke ich, ach ja, es wird vielleicht doch einfach mal Zeit, dass ich es lese. Und das hatte ich, glaube ich, sogar neu gekauft. Also es war auch kein Mängelexemplar oder so, es war ein neues Buch. Ja, dann habe ich Silberlicht, Silberlicht gekauft. Ich glaube, das war das schon zu der Aktion? Ich weiß es jetzt gerade nicht, es könnte sein oder auch nicht. Ja, ich glaube, das Buch hatte ich angefangen, deswegen zähle ich es als nicht als ungelesen, habe es aber relativ schnell abgebrochen, weil es so gar nicht meins war. Also ich hatte da relativ schnell mal reingelesen und dachte aber wirklich nach 40, 50 Seiten, puh, das geht einfach gar nicht und habe es auch, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr hier. Ich glaube, ich habe es an eine Freundin weitergegeben, wenn es nicht mal irgendwann bei einem Rebuy Momox-Verkauf rausgeflogen ist. Also ich habe es, glaube ich, nicht mehr im Regal stehen, weil
ja, es mir nicht gefallen hat. Also, wenn ich es nicht ganz gelesen habe, es war zumindest angelesen. Dreh dich nicht um von Jennifer L. Armentrout wurde gelesen, sogar, glaube ich, noch im gleichen Monat. Das hatte ich dann zusammen mit der lieben Lisa gelesen, war auch ein Menge-Exemplar. Ich glaube, sogar auch in Regensburg, wenn ich mich nicht irre. Und das ist noch das alte Cover. Es gibt mittlerweile eine Neuauflage, die unglaublich kitschig aussieht, meiner Meinung nach, und so gar nichts mehr mit diesem Jugendthriller zu tun hat, denn das ist kein typischer L. Armentrout oder Jay Lynn, worin das hier auch schreibt, sondern es ist ein Jugendthriller, der mir sehr gut gefallen hat, der mich sehr gepackt hat. Ich weiß noch, dass wir ständig mehr gelesen haben, als unser Leseabschnitt für den Tag war, die Lisa und ich, und uns dann wirklich aufs Ende hin nur noch angefiebert haben und gesagt haben, wir müssen das jetzt zu Ende lesen, wir müssen die Auflösung wissen. Habe ich in sehr, sehr positive Erinnerung, war auf jeden Fall Monats, vielleicht sogar ein Jahreshighlight, weil ich das wirklich bombastisch gut fand. Gerade für einen Jugendthriller fand ich großartig und ist wirklich eine Empfehlung. Dann Krieg des Achill, das geht ja hier darum, eher um ein Sachbuch, um die Ilja. Da habe ich tatsächlich reingelesen, fand aber den Sprachstil ebenfalls nicht sehr gelungen und habe es dann auch einfach wieder weggelegt. Ich glaube, es steht noch im Regal. Ich werte es auch noch als ungelesen, weil ich denke, ich gebe dem Buch noch eine Chance, weil mich die Thematik natürlich immer um die Ilja und um Achilles und auch um diesen ganzen Krieg natürlich sehr, sehr interessiert. Und ich bin ein großer Fan der Ilias. Ich finde, Homer hat da etwas ganz Großes erschaffen und mit dieser Mischung, ob Realität geschichtlich hinterlegt oder eben eine Erfindung. Ich finde das um den Trojanischen Krieg fand ich großartig und natürlich auch mit den Göttern, die es gibt, und Achilles ist ja auch ein halber Gott und ja, das ist natürlich eine großartige Geschichte und auch sehr episch, aber der Stil von dem Sachbuch hatte mir nicht gefallen, aber ich denke, ich gebe dem Buch bestimmt nochmal eine Chance. Hochzeitsglocken über Cornwall habe ich relativ schnell auch gelesen, ist also ein gelesenes Buch, es ist, glaube ich, der zweite Teil. Ich hatte hier irgendwas mit Weihnachten über Cornwall von der Autorin. Das habe ich, glaube ich, das Weihnachten oder die Winterzeit vorher gelesen. Und dann auch die Hochzeitsglocken. Ja, es zieht in den Cornwall und es war ganz okay. Es war jetzt keine herausragende Geschichte. Ich fand definitiv das Winterbuch ein bisschen schöner. Ich glaube, ich habe auch beide gar nicht mehr hier. Ich glaube, die habe ich an eine Freundin weitergegeben, die auch ein großer Hundefan ist, denn hier spielt natürlich auch ein Hund eine große Rolle. Es war eine ganz schöne Geschichte, so für zwischendurch, und ich glaube, ich hatte das mitgenommen, weil wir damals was bei Weltbild bestellt hatten, meine Mama und ich, und wenn man dann hier ein Buch bestellt, ist das Porto kostenlos, und dann dachte ich, kannst du dir den zweiten Band mitnehmen. War also okay, aber jetzt nichts Herausragendes. Dann kam wieder ein Hörbuch, Boy in a Park, das ich gehört habe. Ja, auch hier haben wir wieder David Nathan, der ja auch die Stimme von Johnny Depp ist und Christian Bale. Und ja, war ein sehr spannender Thriller. Also ich weiß, viele fanden den Thriller nicht wirklich gut. Ich fand ihn großartig. Ich mochte die Wendungen darin, die mich tatsächlich überrascht haben. Ich mochte die Richtung, in die es geht, weil halt sehr viel zwischen den Zeilen passiert sind. Sehr viel, was so ein bisschen, ja, einfach nicht, ja, nicht so offensichtlich war. Das mochte ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ja, mir hat der Thriller gut gefallen. Ich habe den in sehr guter Erinnerung. Auch so diese Spannung, wenn man da im Garten liegt und Johnny Depp sozusagen einem eine Geschichte vorliegt. Vielleicht macht das tatsächlich den Thriller besser, als er ist. Ich mochte aber auch die Geschichte sehr gerne und ich fand ihn wirklich gut. Dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen, ich glaube von Phil, Throne of Glass von Sarah J. Maas. In englischer Ausgabe. Er hat es mir damals zugeschickt gehabt und ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Also ja, auch hier schreckt mich tatsächlich nicht die englische Sprache ab, sondern dass es, glaube ich, schon 5 Teile dieser Reihe gibt und sie ja jetzt auch schon eine neue Reihe gelesen hat, angefangen hat zu schreiben. Und ja, das reicht der 7 Höfe. Und ich dann eben beschloss, erstmal ihre neue Reihe zu lesen. Und ich habe ja dann auch den ersten Teil sozusagen gelesen, beziehungsweise, glaube ich, gehört. Und dementsprechend liegt Throne of Glass noch auf meinem Sub. Ich verstehe tatsächlich nicht so richtig, warum ich überhaupt nicht schon zu Beginn der Reihe auf die Reihe aufmerksam kam. Freue mich aber trotzdem sehr auf die Geschichte und denke, dass sie auf jeden Fall, allein weil sie Englisch ist, auf jeden Fall nochmal von mir gelesen wird, so als Training. Auch ein Geschenk war das Buch Der Menschlichkeit vom Dalai Lama. Ein Buch, das ich sehr, sehr gut fand. Ich bin ja
der buddhistischen Philosophie sehr zugetan und so natürlich auch von diesem Buch, das ich wirklich empfehlen kann und das eben so ein bisschen ja, die Thematik Buddhismus und einfach aufnimmt und dass man eben egal welcher Religion man angehört, eben einfach auch menschlich sein kann und Menschlichkeit zeigen kann. Und das fand ich wirklich toll und hat mir an diesem Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, zwei Geschenke, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und dann, glaube ich, tatsächlich kamen diese 10 Bücher aus dieser Aktion. Und da war es auch zum Teil schon so, dass ich, glaube ich, 1 oder 2 doppelt mitgenommen hatte. Ich muss mal kurz gucken, wie viel ich hatte. 2, 4, 6, 8, 9. Genau, ich hatte 1 doppelt mitgenommen für eine Freundin. Dementsprechend sind bei diesen 10 nur 9 bei mir eingezogen sozusagen. Also um jetzt nicht für Verwirrung sozusagen zu sagen, oh, und ich sehe, Steffi hat im August geschwitzt. Ja, man sieht sie hier nur auf einen Blick. Ich glaube, die Berufene hatte ich doppelt, wenn ich mich nicht irre. Und ja, ich glaube, wir machen jetzt einfach mal so ein kurzes Standbild, um mal kurz darauf ein bisschen einzugehen. Also die Berufene habe ich gelesen, war ein absolutes Highlight. Ich habe auch angefangen, Muck hat mir leider nicht gut gefallen, ist ja so ein Thriller, so ein Untergangsthriller. Und der hat mir so beim Einstieg nicht gefallen, liegt aber, glaube ich, noch auf meinem Supir. Was habe ich noch gelesen? Adventskätzchen habe ich dann zur Adventszeit gelesen, waren 24 bezaubernde Geschichten. Und ich glaube tatsächlich, das sind die einzigen 3 Bücher. Gut, Sudoku, was oben aufliegt, ich glaube, das habe ich überhaupt nicht mit reingezählt, weil es für mich kein klassisches Buch war. Aber das habe ich mittlerweile natürlich schon gemacht. Also es sind tatsächlich von den 9 Büchern nur 2 gelesen, also 7 ungelesen. Das heißt, ich bin jetzt bei 14 Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, also tatsächlich die Hälfte. Ja, ich glaube, Ära der Götter spricht mich tatsächlich gefühlt gar nicht mehr an. Auch das Implantat hatte ich mir dann nochmal angeguckt. Ja, es ist manchmal nicht so einfach. Heiz ist nach wie vor sehr, sehr spannend. Und Bergglühen habe ich, das ist so ein Diogenes-Ausgabe, mit mehreren Geschichten. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, auch einmal reingelesen. Mich hat aber, glaube ich, die erste Geschichte nicht so gepackt. Aber es liegt noch auf dem Sub. Von daher ist das auch absolut okay. So werden die auch gewertet. Und ja, aber die Berufene war auf jeden Fall Monatshighlight. Wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Sehr schön dystopisch. Hat mir unglaublich gut gefallen. Und bin auch sehr gespannt auf den Film, der bei mir im Kino tatsächlich nicht lief. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde mir die Verfilmung noch angucken. Dann ist das neue Buch von Julia Drosten bei mir eingezogen, Die Elefantenhüterin. Auch ein wunderbarer historischer Roman, der auf Sri Lanka spielt, eben einem jungen Mädchen, das sich als Junge lange Zeit verkleiden muss, damit sie eben irgendwann diese Elefantenhüterstelle ihres Vaters übernehmen kann, bevor dann die Kolonialmacht Großbritannien ankam. Eine sehr, sehr tolle historische Geschichte, sehr gut recherchiert, toller Sprachstil. Ich mag die Geschichten von Julia und Horst Drosten wirklich unglaublich gerne und auch mir hat diese Geschichte wirklich viel Spaß gemacht. Und ich mag eben so das Exotische in den Geschichten, das Historische und diese Mischung, dass man dann eben auch noch in ein anderes Land reist und wirklich auch mal sehr exotisch, gefällt mir unglaublich gut. Ich bin auch jetzt sehr gespannt auf ihr nächstes Buch, was ja auch irgendwie ein bisschen mit Ungarn zu tun haben wird und ja, bin da sehr neugierig und sehr gespannt. Dann ist auch direkt das neue Buch von Markus Heitz eingezogen, Vedora. Ich glaube, da kommt jetzt auch demnächst der zweite Teil heraus, der ein bisschen düsterer aussieht. Fand ich eine sehr gute Geschichte, war sehr Fantasy-mäßig und wir sind hier halt wirklich in der Wüste unterwegs. Und ja, es war eine sehr tolle Geschichte. Ich wusste gar nicht, dass es da mehr Teile geben wird. Ich glaube tatsächlich, dass das Ende auch eigentlich eine abgeschlossene Geschichte war. Kann mich da nur vage daran erinnern. Dementsprechend denke ich, werde ich erstmal nicht zum zweiten Teil greifen, weil ich finde, wenn man im zweiten Teil nicht hinterherfiebert, dann ist das auch schon irgendwie ein Zeichen. Also wie man sieht, ich hatte ihn da auch schon angefangen zu lesen, habe ihn dann, glaube ich, auch im August beendet und oder dann im September, weil theoretisch sind die Neuzugänge August ja im September dann gekommen. Also es ist optisch ein sehr, sehr schönes Buch und ich fand auch wirklich der Fantasy-Teil mit dieser eigenen Welt um Vedora fand ich wirklich großartig gemacht. Aber wie gesagt, ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, dass das ein offenes Ende in irgendeiner Art und Weise hatte, dass man da auf einen zweiten Teil warten würde. Ich weiß nicht, erzählt mal, wenn ihr das wisst, ob euch das irgendwie so geht. Ansonsten muss ich nochmal in Vedora gucken,
ob mir das Ende noch so offen in Erinnerung bleibt oder mir einfach mal meine Rezi dazu anzugucken, meine Bücherwoche. Ja, bin ich auf jeden Fall, fand ich eine sehr gute Geschichte und war mal was ganz anderes von Heitz, nachdem ich ja von ihm nur diese Vampirreihe kenne und mittlerweile sind ja auch einige Heitz-Bücher bei mir eingezogen. Ja, und ich glaube, das war es tatsächlich schon. Ja, Steffi, August 16 ist sozusagen fertig. Und da haben wir 14 Bücher sind gelesen von 28. Es ist, glaube ich, mit der schlechteste Schnitt, seitdem ich dieses Format mache. Aber es liegt, glaube ich, tatsächlich an den Mängelexemplaren. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich da tatsächlich doch mehr verleiten lässt, etwas zu kaufen, was erstmal irgendwie gut klingt und so diese Verlockung hat, bevor es halt wirklich Bücher sind, die auf der Wunschliste stehen. Also ich glaube, man merkt recht schnell, wenn man Bücher bei Mängelexemplaren findet, die ein Wunschlistenbuch sind, dann werden die auch viel schneller gelesen als Geschichten, die man einfach nur spontan gut fand. Ich glaube, man muss bei Mängelexemplaren wirklich ein bisschen bewusster einkaufen und das habe ich, glaube ich, tatsächlich aus diesem August vor einem Jahr auch schon gelernt, wo ich dachte, ach, da hast du tatsächlich Bücher, die dich so nach 2 Monaten schon nicht mehr angesprochen haben. Finde ich sehr, sehr schade, weil ich meine, die Bücher haben ja trotzdem Geld gekostet, auch wenn es in dem Fall dann nur 1 Euro war, aber ja, sie nehmen halt nicht nur einfach Platz weg, sondern, na, ihr versteht. Dementsprechend da natürlich auch wieder ein bisschen mehr dieses Bewusste, was in anderen Lebenslagen wunderbar funktioniert, bei Büchern schaltet da einfach mein Verstand aus, aber ja, es sind auf jeden Fall Bücher dabei, die ich mir so ein bisschen zurückgeholt habe in Erinnerung, gerade die historischen Bücher, die ich spannend finde, Musso sozusagen, sowieso auch der Heitz, Totenblick, es liegen noch andere Heitz hier und ich glaube, dass da tatsächlich jetzt im Nachgang das ein oder andere Buch einfach auch mal gelesen wird, vielleicht auch wirklich in einem Monat, wo es einfach weniger Neuerscheinungen gibt und weniger Neuzugänge und man da dann einfach so ein bisschen auf den Sub zurückgreift und vielleicht ja, macht man da mal so einen Sub-Lesemonat und schafft sich einfach mal 1-2 Monate relativ wenig Neuzugänge an. So ganz ohne geht's für mich tatsächlich eher selten, weil immer so 2-3 gute Bücher im Monat auch erscheinen, die ich unbedingt haben will und noch dann auch unbedingt lese. Aber ich denke, man kann da auf jeden Fall auch ein bisschen ja, bewusst das, ich glaube, ich entscheiden. Aber gut, es war ein spannender Büchermonat, wie ich finde, Lese-Neuerscheinungs-Neuzugänge-Video. Meine Güte, bin ich verwirrt. Ich denke, ja, es war, ist immer interessant, da so einen Blick zurückzuwerfen. Ich weiß nicht, ob euch das Format nach wie vor gefällt. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich gucke tatsächlich gerne mal einen Blick in die Vergangenheit und finde das spannend, auch sich die Bücher einfach dann wieder in Erinnerung zu rufen oder, ah ja, das habe ich gelesen, das war gut oder irgendwie so. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das selbst für euch vielleicht auch macht. Gerade vielleicht auch die Blogger und Booktuber, die vielleicht irgendwie eine Statistik führen. Ich glaube, so als reiner Leser macht man das eher selten. Habe ich früher auch nicht gemacht. Aber schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr da auch so ein bisschen drauf achtet. Wie alt ist das Buch auf eurem Sub vielleicht? Oder habt ihr die Bücher aus dem in dem Monat schon gelesen? Und ja, das waren sie nun, meine Neuzugänge aus dem August 2016. Ich fand es sehr interessant, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video und ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.